Das hier sind Steak and Lobster und Friends, das Beste vom Besten. Und heute geht es um die Top 10 Youngsters. Ja, weil es bessere gibt. Für mich nicht verständlich. Das ist für mich nicht verständlich. Oder Lars, es gibt doch so viel. Heute mit dabei sind Nico, Fußball nie geliebt. Prince, so meine Auswahl. Sala, so grausam war ich nicht. Fiti, Wes und Herb. Ja, darum, Bruder. Immer diese Vorwürfe. Keiner hat vergessen. Jeder der Jungs hat seine eigene Top-10-Liste erstellt, die aus seinen 10 besten Youngsters 2000 oder jünger besteht. Zusätzlich hat unsere Instagram-Community eine Liste abgegeben. Der Erstplatzierte jeder Liste bekommt 10 Punkte und der Letzte einen. Somit entstand eine Liste aus mehr als 10 Spielern, die wir einmal durchgehen und ausdiskutieren. Also los geht's. Wir fangen mit der Top-10 U23 an. Und auf Platz 14, ich würde da direkt loslegen, da haben wir zwei Spieler. Und zwar Eduardo Camavinga von Real Madrid und Jeremy Frimpong mit einem Punkt. So, Frimpong hat der Kollege hier links von uns reingehauen. Prinz. Bruder, ich habe den komplett vergessen. Ich habe es direkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht an ihn gedacht. Ich auch nicht. Weil ich dachte, der, ich wusste nicht mal, dass er 2000 ist. Frimpong, ja. Sehr guter Spieler. Ist also klar, dass er von Prinz kommt. Ja, ja. Merkt ihr? Er sucht immer Leute, die. Also Frimpong ist gut, aber er sucht immer Leute. Er sucht sie so. Erklär mal kurz, warum du ihn drin hast. Ich habe ihn da reingepackt, weil ich mir dachte, er ist der beste Rechtsverteidiger in seinem Alter. In dem Alters, also bis U23, ja, ja, ja. Gibt es keinen anderen, ja, okay. Also, der da mithalten kann. Und Dings, was? Eduardo Camavinga? Okay. Was? Okay, warte. Oder Junge, fuck mich so ab. Ja, nein, also ja, okay, aber... Was? Ja, Bruder, er gehört nicht zu den 10 besten. Warum nicht? U23, ja, weil es bessere gibt. Absolute Katastrophe. Wer? Warte, auf welchem Platz? Er ist auf Platz 14, nein. Ne? Und ja, ja, ich weiß, aber dass er den überhaupt halt... Nein, drin nein, und begründe, warum? Ja, weil sie besser sind. Wer ist besser? Ja, soll ich jetzt meine 10 nennen, oder was? Ja, aber das Problem ist noch nicht. Wie kann man Prince überhaupt einladen? Ganz ehrlich, ich finde es okay, weil erstens, es gibt nicht so viele junge Verteidiger. Muss ich schon sagen, ich habe zum Beispiel nur einen in den Top 10. Also generell, ich habe Top 15 gemacht, da gibt es halt generell nicht so viele, ja. die man so nein, in Erwägung ziehen kann. Nein, ist überragend. So. Ich habe gar nicht dran gedacht. Nee, du hast es schon gemacht. Ja, ich habe nicht gesagt, dass er schlecht ist. Top 10 ist schon hart. Aber warum? Auf der ganzen Welt. Warum? Ja, darum, Bruder, weil es besser geht. Ich will wissen. Frimpong ist ein geisteskranker Spieler. Für sein Alter. Aber wie gesagt, 10, 11, 12 mindestens Spieler sind vor ihm einfach. Ja, aber hast du ihn reingemacht, weil du ihn unnormal feierst oder weil du musstest oder weil du unbedingt einen Verteidiger reinmachen willst? Es ist ein Mix aus beiden, ne? Wenn du, weil ich bin der Meinung, dass es so ist, dass man halt, generell so, dass man Offensivspieler höher bewertet als Defensivspieler. Ja. Also das heißt es, wenn du einen defensiven Spieler hast, und der sozusagen oben ist, ganz oben, dann muss der in der Top-Liste eigentlich einen Platz haben. Also das hatten wir ja letztens mit Ramos. Plus, Frimpong ist sehr torgefährlich. Ja, das stimmt. Die Position ist sehr, sehr torgefährlich. Variabel einsetzen. Also bei Leverkusen, ich glaube, er ist auch einer von denen, der, weil wir wissen, wie schlecht die am Anfang waren. Und jetzt, der den Unterschied da auf jeden Fall macht, ne? Camavinga mit nur einem Punkt. Ich hätte gedacht, dadurch, dass wir hier keinen kranken Real-Fan haben, ne? Ja. Hätte ich mir eigentlich erhofft, dass vielleicht mehr Punkte kriegen, dass er mehr Punkte kriegt, aber ich weiß nicht. Du hattest sie nicht drin, Nico, ne? Doch, auf 10. Doch, du hattest ich ihn drin, ne? 10, ja, genau. Ich hatte ihn auch nicht drin. Ich hatte ihn auch nicht drin. Ich glaube, nur Nico hatte den drin. Und von den Zuschauern hatten ihn, er hat 18 Punkte bekommen von den Zuschauern, die ihn auf Platz 13 hatten. kannst kurz sagen, warum du Camavinga drin hattest? Ja. Also ich finde, von seinen Attributen an sich ist er schon mal überragend. Also er hat krankes Tempo. Mhm. Er kann zwei Positionen spielen oder sogar drei, hat er sogar IV mal gespielt bei Real. Und ich finde, für sein Alter macht er auch sehr, sehr viel. Also er ist bei der Nationalmannschaft dabei, er ist bei Real teilweise Stammspieler, nicht immer. Aber ich finde, du machst keinen Fehler, wenn er dabei ist. Nein, Fehler nicht. Aber er ist kein Stammspieler. Er hat halt gerade bei Real keine feste Position gerade. Und das ist das Problem bei ihm. Du weißt nicht, was er spielt. Potenziell, oder? Also er spielt schon einige Spiele. Ja. Also ich hatte auch überlegt, ihn in meine Liste reinzupacken, nur dann ist mir eingefallen, so, er ist auf der 6, auf der 8, links oder im Zentrum, in seinem Alter nicht der Beste. Oder? Ja, aber ich finde, du kannst ja nicht erwarten, er spielt bei Real Madrid, er spielt jetzt nicht bei so einem mittelmäßigen Mannschaft in Spanien, dass er sich direkt durchsetzt. Er hat halt auch Konkurrenz, ne? Weil wer das spielt da. Das meine ich nicht. Ich meine nur, dass auf den Positionen, wo er überall spielt, gibt es bessere. Er kann alles gut, aber er ist nicht sehr gut, so dass er
bei Real sich durchsetzen können. Für mich auch nicht, gehört er nicht in die Top 10, aber Top 15 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bro, vor allem bei Real gibt es halt noch einen anderen im Mittelfeld, der auch Frankreich ist. Ich will jetzt nicht zu früh erwähnen, den finde ich zum Beispiel besser. Den habe ich, der ist bei mir in meiner Liste. So. Ja. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Ich gebe euch das, ja, aber das Ding ist ja, ich habe ihn ja auch nicht auf die 6, auf die 4 oder 5, ich habe auf die 10 gepackt. Es ist vertretbar. So, ich hatte überlegt, mit dem Gedanken, dass er halt noch Potenzial hat. Danke. Genau, ja. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir gehen weiter, weil ich glaube, solange wir nicht wissen, wer über ihm ist, können wir auch, haben wir gar keine Diskussionsgrundlage. Ja. Auf Platz 13, den hat Fitti reingemacht, kann ich jetzt schon mal sagen. Und auch von den Zuschauern haben ihn einige drin. Aber in der Zuschauerliste ist er gar nicht drin. Es haben ihn zwar einige drin, aber er ist nicht in der Top 10. Rodrigo. Er hat 2 Punkte durch Fitti. Ach krass, okay. Ja, du hast ihn auf Platz, du bist der Einzige, der ihn drin hat. Ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn zwar gut, aber Top 10? Doch. 100%. Bei mir war er knapp. Boah, Rodrigo war knapp. Ey, ich schwöre, ich bin gerade am Kämpfen, ob ich diesen Hottake raushauen soll oder nicht, ne? Wir hatten gestern auch das Gespräch. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber für mich hat Rodrigo auch mehr Potenzial als Vinicius Junior. Bruder, was? Jein. Also ich sag, das Grundattribut, das er besitzt, diese Schnelligkeit und blablabla, wird Vinicius leider für eine ganz lange Zeit über ihn stehen. Aber sonst von dem, was er hat, bin ich ganz mit dir, also von Effizienz. Also ich fand auch von Anfang an, als ich Rodrigo gesehen habe, der hat einfach direkt erwachsen gespielt. Direkt effizient. Und Ich finde halt, Rodrigo ist konstanter in seinen Aktionen. Vinicius, wenn er krasse Aktionen hat, dann sind sie halt geisteskrank. Mhm. Aber der hat halt auch oft so unkontrollierte Situationen. So, ja, weißt du, was ich meine? Bei Rodrigo ist so, er kann sich überragend durchsetzen. Er ist richtig schnell. Er ist, ne? Und kann so links, rechts, Mitte spielen. Ja, so. Er ist unnormal variabel. Und für mich, ich bin ehrlich, ich sehe da noch mehr Potenzial als Vinicius. Weil Vinicius, klar, bis jetzt hat er halt mehr geleistet. Potenzial? Ja. Okay. Vinicius hat bis jetzt natürlich mehr geleistet und so weiter. Aber das ist halt einfach dem geschuldet, bei mir, dass er halt mehr gespielt hat. Bei mir macht und so weiter. Seine Physis macht mir Sorgen. So. Er ist halt kleiner, so, ne? Ja. Also Vinicius ist schon ein kleiner Spieler. Die sind noch ist aber groß. Kräftig. Rodrigues, glaube ich, ein Ticken kleiner, aber ist halt so dieses vorne drin, spielt er manchmal, aber ist halt schwierig, dich da so durchzusetzen. Ne? Und du wirst halt nicht schneller, du wirst halt langsamer irgendwann. Ne? Ich glaube, je mehr er spielt, desto mehr wird man sehen, was für ein krasser Kicker er ist. Klar, er ist hat halt noch nicht so die Chance gehabt, so viel zu spielen wie Vinicius. Ja. Aber Bruder, ich bleib dabei. Ich sag, der hat mehr Potenzial. Ja, und man kann Real, ne, wenn die dann irgendwann vielleicht ein Mbappé holen oder so. Also ich würde sagen, schwer, er macht es gut, sage ich wirklich. Aber ich glaube, wenn Real wirklich auch Mbappé holen wird, wird er nach und nach keine Rolle mehr spielen und wird eher dann vielleicht in England irgendwo landen. Ich würde sagen, Rodrigo hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, hatte Isco auch, aber seine Zukunft wird so wie Iscos sein. Das Ding ist halt Pedro. Ich wollte gerade sagen, bestes Beispiel Pedro. Für Rodrigo ist Pedro. Ein Spieler, den du das unauffällig. Ist, das ist so ein Spieler, den mag ein Trainer, weil er geht auch freiwillig auf die Bank, ohne sich zu beschweren. Und wenn er reinkommt, gibt er 100%. Und wenn er reinkommt, genau, ist er da. So, weil ich bei mir das Ding bei Rodrigo ist, wenn er schon so gut, dann müsste er eigentlich jetzt schon seinen Stammplatz haben. So, den hat er immer noch nicht. Und das ist so mein Ding, weswegen ich sage, es gibt vielleicht noch den einen oder anderen besser, aber was Potenzial angeht, es ist halt alles möglich, aber besser als Vini. Aber was man ihm vom Potenzial, ich sag nicht, er ist besser als Vini. Vini hat vom Potenzial, genau. Weil ich einfach so in seinen Aktionen noch mehr Kontrolliertheit, noch mehr Spielintelligenz sehr als bei Vinicius. Manchmal zu verspielt und bei Vinicius, was man jetzt auch mittlerweile merkt, finde ich, ist dieses ein bisschen überhebliche, arrogante. Ja, das hat er jetzt bekommen. Und das ist gefährlich so in dem Alter. Deswegen. Also was man ihm beiden geben muss, also Rodrigo, er hat letztes Jahr auch wichtige Spiele entschieden, also gerade gegen City, als er reinkam. Es war ein anderes Spiel auf einmal. Das muss man ihm auf jeden Fall geben, aber Vini genauso. Ne? Champions League-Finale etc. Vinicius letztes Jahr. Für mich ist Vini über ihm, aber ich sag ehrlich, ich kann damit leben, dass du ihn da reingewählt hast und so. Aber für mich, meine Top 10 wäre er nicht, weil ich auch das so sehe. Ich bin mir noch nicht sicher, was aus seiner Karriere wird. Wird er es wirklich schaffen? Ja. Aber man kann ihn reinwählen. Ja. Aber Rodrigo, ich finde, der ist so ein Kombinationsspieler. Ja. Das ist geil. Aber 1-1 kann der auch. Er kann 1-1, aber für mich ist er effektiver, wenn du ihn im Zentrum tust, damit er kombinieren kann mit den anderen, weil seine Vorarbeiten manchmal, ne? Ja. Wahnsinn. Verstehe ich. Aber Platz 12, wir sind immer noch nicht bei den Top 10, aber Platz 12 ist einer meiner Spieler, den ich drin habe, ich mag ihn auch sehr, von Red Bull Leipzig, Joshko Gvardiol.
mit 3 Punkten und er teilt sich den Platz mit unserem 120 Millionen Mann oder was auch immer, der jetzt beim FC Chelsea spielt. Enzo Fernandes. Ach krass. Oder Fernandes, ja. Guck mal, das Ding bei Enzo, ne? Ich habe ihn nicht reingetan, ich habe Guardiola aber reingetan. Ich glaube, ich habe ihn reingetan. Ja, du hast ihn reingetan. Also ich glaube, der guckt kein Fußball. Kann ich absolut nachvollziehen. Auch der Einzige, Enzo, der ihn reingetan hat. Die Zuschauer hatten ihn auch, viele hatten ihn drin, aber die haben ihn nicht in der gesamten Top-10-Liste am Ende. Ich habe den auch nicht drin. Das Ding bei Enzo, warum ich ihn nicht reingetan habe, jetzt gerade spielt er krass. Hm. Und ich habe ja gesagt, auch zur Zeit die Top-10. WM, aber ich habe so ein bisschen gedacht, so... Ja. Da habe ich nicht. Ich so davor gedacht, hat man halt nichts von ihm mitbekommen. Ich kenne ihn erst Er war schon bei Portugal richtig stark. Okay. Niemals im Leben. Also dann gebe ich meinen Bruder, niemals. Potenzial vielleicht, wenn du sagst, einer der besten Sechser natürlich. Safe von den Jüngeren. Bruder, nie Top 10? Und ich habe meine Liste ja so aufgestellt, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme dieses Jahr, diese Saison. Mhm. Ne, weil die viele sind noch so jung, was sollen die nur für normal. Und Enzo, für sein Alter, der spielt sehr, sehr reif. Der hat eine Weltklasse WM gespielt. Er spielt auch gut. Er hat alle Anlagen, um halt erfolgreich zu werden. Einer der besten Sechser. Aber Stand jetzt hätte ich den nicht mal. Ja, du gehst die Frage ist die Frage. Natürlich muss er auch Potenzial mit einbeziehen, ne? Habe ich jetzt auch gemacht. Aber Bruder, aber ich bin Bruder, der die Frage ist Weltmeister, Bruder. Ja, und es geht ja um aktuelle, ja, okay, es geht halt um die aktuelle Top 10 U23. Aber die Frage ist, aktuell kann man, natürlich kann man ihn reinpacken. Da gibt es noch andere Kandidaten. Also für mich, der ist, groß, er ist ein Großteil, er ist ein... Das stimmt, aber... Für mich, bei Chelsea, bin ehrlich, er ist gut. Ach, so, meine Frage zu aktuell ist, war das nur auf diese Saison bezogen oder was sie bis jetzt gedacht? Einfach, wen würdest du jetzt nehmen? Aber das ist aber die Frage, gehst du aktuell von einem Power-Ranking aus und sagst dann, okay, wer ist aktuell so krass? Mm. Oder sagst du, ey, ich gebe auch das, was sie geleistet haben, schon ein bisschen da rein? Genau. Weil dann bin ich ehrlich, kann man ja beides. Ja, dann bin ich aber ehrlich, für mich, wie Herbert sagt, Enzo, ich kenne ihn auch nicht so lange. Klar, bei Benfica, als sie ihn geholt haben, er war stark, er war richtig stark, WM auch überragend. Aber für mich dann noch nicht so, wo ich sage, boah, den kenne ich so lange, da kann ich sagen, jo, der ist bei mir dabei. Aber ich kann auch, wenn jemand sagt, aktuell, wie er performt, dann kann man ihn da rein. Also wenn er so weitermacht, der ist im Moment Weltklasse. Wenn er so weitermacht und dann noch diese Konstanz reinkriegt, da hat man gerade eine Zukunft vor sich. Ja, dann kann man sagen, okay, er ist dabei. Das ist halt meine Begründung. Ne? Seine Spiele jetzt bei Chelsea alleine, ne? Er ist stark. Er ist auf dem Platz. Gut, er und Joao Felix sind die einzigen, wo ich sage, okay, ich sehe was. Weil bei dem Kader, was die letzten Wochen und Monate eingekauft haben. Oder Chelsea ist lost. Wir wollen damit nicht anfangen, weil das soll eine Top 10 das 23 werden. Chelsea ist lost, Bruder. Aber er, dieser Transfer, den finde ich top. Ja. Den finde ich sehr, sehr top. Ja. Deswegen, bisschen teuer. 120. Aber die wollten alle haben, ne? Davor. Also schon vor der WM waren sehr viele an ihnen interessiert. Aber die Reise werden sich nicht ändern, das wird immer so bleiben jetzt. Das stimmt. Damit wir nicht unseren Bruder aus der Bundesliga vergessen, Guardiola, ich glaube, dazu ist nicht viel zu sagen. Ich glaube, dass er in der Top 10 ist, ich glaube, das war irgendwie klar für jeden, dass er irgendwie da reinkommt, weil irgendjemand ihn drin hat. Und ich glaube, die meisten haben ihn bestimmt auf 11, 12, das, diese. Das meinte ich ja vorhin mit Verteidigern. So viele gibt es ja gar nicht. Die hat Jungs und Innenverteidiger und er ist technisch überragend. Der sieht zwar wie ein 30-Jähriger. Ja, er sieht zwar älter aus, aber er ist heute erst 20. Das ist das Krasse. Und ich habe das ja letztens, also bei der WM jetzt gegen Messi, da sah er natürlich nicht gut aus. Da haben wir auch gesagt, so ey, da hatte ich das Beispiel, wenn jemand ihn zum ersten Mal da spielen gesehen hat, denkst du dir, Bruder, der ist Schrott. So, aber er ist wirklich Weltklasse. Auch letzte Saison, diese Saison. Messi ist halt also Messi echt krank. Ja, Messi war kurz 16. Messi. Also Guardiola muss also Messi kann man machen. Prime. Nee, Guardiola ist auch technisch überragend. Aber für einen Verteidiger ist der halt wirklich, also beidfüßig, hat ein überragendes Aufbauspiel auch, sehr, sehr stark. Kann Linksverteidiger, Innenverteidiger spielen. Ganz schnell zu Guardiola, den haben ich und Prince drin in den Top 10. Ich habe ihn auf 1, auf 10. Ich habe ihn auf 10 und Prince hat ihn auf 9. Na, also vor Frimpong, der schon dran war. Ja, kann man. Ja. Also auch, muss ich es auch sagen, kann man machen. Was? Wow, Bruder. Macher. Verstehe ich nicht, warum die Guardiola. Da gebe ich ihm einmal recht. Verteidiger werden zu sehr nicht belohnt. Weil Guardiola, was er auf der Innenverteidigerposition macht, das gibt's in dem Alter kaum. Gar nicht was. Gehen wir weiter zu Platz 11 und da kommt unser baldiger Star, sag ich, sorry. Oh, gelbe Karte. Unser Star-Zehner oder was auch immer er dann spielen wird in der deutschen Nationalmannschaft, spielt gerade bei Leverkusen. Ich sehe ihn bei Bayern München bald, Florian Wirtz. Florian Wirtz. Vamos.
ist auf 11 6 Punkte. Doch. Es haben ihn guck einige so drin. Und zwar zähle ich mal auf, wer ihn drin hat. Oder wie kann er nicht auf Top, in Top 10? Das ist absoluter Müll. Wes hat ihn drin und Fiti hat ihn drin. Ihr beide habt ihn reingetan. Fiti hat ihn auf 10, Wes hat ihn auf Platz 6. Deswegen kommt er auf seine 6 Punkte. Von den Zuschauern hat ihn keiner in den Top, also der ist nicht in der gesamten Top 10, aber einige von euch hatten ihn drin und deswegen ist er bei den Zuschauern auf Platz 12. Und ja, deswegen insgesamt, ja. Bruder, Leute vergessen schnell. Ja, Leute vergessen. Bruder, immer halbes Jahr Kreuzbandriss und die haben vergessen. Keiner hat vergessen. Ja, wie? Doch, nicht Top 10. Der Junge ist eine Maschine. Punkt. Ist, ja. Ich muss ihn mit reinpacken. Ich liebe ihn halt einfach. Ich liebe seine Spielweise. Wie rankst du ihn? Ganz und wenn du Leute auf seiner Position hast. Ja. Ja, aber warum hast du die jetzt? Warum hast du ihn ja zum Beispiel nicht? Bruder, Flo, ich habe ihn nicht, weil ich. Genau, weil erklär mal genau, warum ich ihn nicht drin hast. Weil es gibt für mich ein paar Leute im Mittelfeld, die ich, also ich habe verschiedene Mittelfeldspieler genommen, vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel sage, aber also verschiedene Spieler genommen und da habe ich gesagt, ist der für mich das, also ist er der Primus, also ist er das, den ich nicht austauschen möchte oder dass ich den schwer austauschen möchte. Und dann sage ich, da variiert es. Hängt vielleicht mit seiner, wie heißt es? Hängt vielleicht damit zusammen, aber wenn ich jetzt eine Mannschaft aufstelle, dann ranke ich das so. Dann gibt es für mich andere Mittelfeldspieler. Ja, kurze Frage an alle. Weil ich persönlich habe ihn nicht reingetan, weil er spielt ja seit aktuell 4 Spielen. Halt so, ne? Aber muss man auch sagen, halbes Jahr verletzt, direkt Stammspieler. Habt ihr das Tor bitte gesehen gegen Monaco? Ja, ja. Damit ihr auch checkt, was, warum Fiti ihn so. Ich liebe ihn. Finde ich so witzig. Bruder. Er hatte seine Liste schon abgegeben. Ja. Hat mir dann einen Tag später geschrieben, hat gefragt, kann ich meine Liste noch tauschen? Genau, ich hatte Guardiol auf 10 erst. Ne, weil ich das halt auch komplett verschicke. Aber ich liebe Wirtz zu doll, Digga. Er ist halt jetzt so zurückgekommen, als wäre er nie weg gewesen. Das fand ich halt auch nochmal krass. Der Junge ist geisteskrank. So, ganz einfach. Da braucht man nicht zu diskutieren. Und da ist meine Frage: warum nimmst du den Verteidiger raus? Ist der Verteidiger aber nicht? Doch, also, Digga, du willst das Spektakel haben. Ich? Nein. Fit. Oder aber wird es von der Wichtigkeit natürlich her, auch. Das siehst du halt, wir haben über die Verletzung geredet, wie der halt zurückgekommen ist. Oder erst sein Impact. Es wird wichtiger als Guardiol? Nein, in seinem Team. Schwer. Doch. So wie er reinkommt, ist jetzt wieder. Ja. Oder Wirtz ist einfach ein Unterschiedsspieler. Wirtz ist auch. Und das ist Guardiol auf seiner Position auch. Aber du kannst nicht Unterschiedsspieler sagen bei einem Verteidiger. Kannst du sagen. Und das beste Beispiel ist Liverpool. Und das oder Barcelona. Dann spricht man aber nicht von einem Unterschiedsspieler. Ja, ist. Wir vergleichen das falsch. Nein, das spricht man aber nicht davon. Du gewinnst Spiele mit guten, das sagt man, Basketball, doch, spielt man doch. Defense, aber in Liga gewinnst du mit einer guten Defensive. Aber bei Wirtz feiere ich halt übertrieben einfach, wie er seine Mitspieler auch besser macht. Er ist halt einer, der den letzten Pass, den Steckball spielen kann. Er ist einer. Xabi Alonso hat den auch mit Messi verglichen. Von der Passstärke her. Offside. Nein. Warte mal, stopp. Als ob ich jemanden mit Messi vergleiche. Niemand darf irgendjemanden mit Messi vergleichen. So, ich bin Messi hier, Supporter Nummer 1. So. Also, als ob ich ihm jetzt recht gebe. Warum erzählst du mir das denn jetzt? Es ging nur um einen Punkt. Er meinte irgendwie. Es gibt doch so. Chill doch, mach. Keiner will mir zuhören, ne? Xabi Alonso hat gesagt, Wirtz oder Messi weiß immer, wann er einen einfachen Pass zu spielen hat und wann er halt ins Dribbling gehen kann, halt so dieses Gefühl für Situation. Ja, und er meint halt, Wirtz hat genau das auch. Diesen Kopf. Das wollte ich auch gerade sagen. Und das hat Wirtz so. Das hat Musiala auch. Das kann man machen. Aber Wirtz ist ein absoluter Unterschiedsspieler und Bruder, das ist eine Augenweide ihm zu Wirtz ist ehrlich eine Augenweide. Aber Bruder, Messi ist nicht von dieser Welt. Darf niemand irgendwie verglichen werden. So. Hört deswegen auf, junge Spieler mit Messi zu vergleichen. Macht nicht kaputt, nur junge Spieler, so jeden Spieler. Niemand. So, auch vor allem junge Spieler, weil Emre Mor, bestes Beispiel, er dreht durch, denkt wirklich, er ist Messi und dann sieht man, was seine Karriere ist. Und wer auch eine Augenweide ist, oder hat jemand noch was zu Wirtz? Oder weil sonst habe ich jetzt den nächsten raus. Ich habe auch überlegt, den reinzupacken. Ja. Aber durch seine Verletzung und so. Ja. Ne? Ich habe nur die Saison mit das gezogen, Ding. Deswegen habe ich ihn reingepackt. Das ist halt das Ding. Ich habe auch gedacht, wegen Verletzung. Ich glaube, so, wenn wir das im Sommer gemacht hätten, hätte ich, glaube ich, gedacht, dass er wieder drin ist. Ich habe wirklich gesagt, ich habe so gesagt, okay, ich schreibe mir alle auf, die mir so einfallen. Genau so. Ja. Und ich habe dann nach und nach geguckt, so Spiele, Tore, Titel, alles etc. Und für mich, nichts gegen Wirtz, der ist überragend, muss man sagen.
aber er war für mich nicht unter den Top 10. Ich habe 10 bessere gesehen. Ja. Das ist einfach meine Aussage. Vielleicht auch, weil er aktuell verletzt war oder er verletzt war. Er ist jetzt wieder fit. Aber in einem halben Jahr, wenn wir die Liste mal sagt, vielleicht der eine andere, er ist auf 3, 4, 5 oder so. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, wäre er bei Bayern, wäre er, glaube ich, in der Liste. Das ist auch immer klar. Ne? Wenn du bei einem größeren Verein bist. Wenn du bei einem größeren Verein bist, wirst du auch besser. Also wer ja, safe, ja. Also, kann aber sein, ist ja auch Fakt, ey, du spielst auch öfter Champions League etc. Ja, genau. Du kommst weiter in der Champions League. Ja, ja. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, das macht ja auch viel aus. Spielst du große Spiele oder nicht? Ja. So, gehen wir weiter. Garnacho? Zum. Nee. Bitte lass. Weil er das schon so angezogen hat. Ich hab hier. Es kommt der Typ, der Meinungen spaltet. Real Madrid-Fans hassen ihn, ne? Und auch, ich glaube, viele andere Vereine. Aber Barcelona-Fans lieben ihn dafür. Und zwar Gavi oder Gabi oder wie man es in Spanien ausspricht. Pablo Gavi. 8 Punkte hat er bekommen. Ich habe ihn reingetan auf Platz 9. Lass mich mal hier weiter gucken. Wes hat ihn reingetan, auch auf Platz 9. Und die Instagram-Community hat ihn insgesamt auf Platz 7 sogar. Also durch 26 Leute haben bei der Instagram-Community mitgemacht und die haben ihn insgesamt auf Platz 7 von allen Leuten. Ich finde, kommt auf die 8. Ich finde da Barcelona. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das so witzig, dass du sagst, Real Madrid-Fans hassen ihn, aber Barca-Fans lieben ihn, weil ich hasse ihn. Ich hasse ihn nochmal. Ich hasse Gavi. Das ist frech. Warum? Wie kannst du Gavi nicht mögen? Guck mal. Ich hasse ihn sogar. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich hasse ihn. Anders formuliert. Du kannst Gavi nicht mögen, das ist dein gutes Recht, aber gib ihm seinen Hack. Ja, gib ich doch. Aber beziehungsweise, ich finde ihn auch overrated bisschen. Guck, das meine ich. Weil Gavi ist, er ist halt sehr, sehr schwierig auf dem Platz. So unbestimmt. Ja, genau. Er hat krankes Talent. Aber auch gegen Manchester United, das Spiel jetzt, ich weiß nicht, wann ihr das guckt, aber das Hinspiel auf jeden Fall. Da war, ich guck keine Europa League. Da war auf jeden Fall, du dachtest dir, Bro, du bist 18, Digga, beruhige dich mal. Komm runter. Ja, ist halt echt. Komm runter, aber das ist auf der anderen Seite, kannst du auch als Argument positiv für ihn nehmen, weil hundertprozentig schmeißt sich in jeden Ball. Ich weiß noch, gegen Manu. Der gewinnt Kopfballduelle gegen 1,90. Kopfball so rein, wo der eine Man United-Spieler mit dem Fuß dahingegangen ist. Ja. Er opfert sein Leben da. Also was mich aufregt. Und für Barca, ja. Guck mal, also ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber ich finde, man sollte Gavi nicht in einem Atemzug mit Pedri nennen. Niemals. Also so dieses, ja, aber das machen alle immer. Ja. Gavi und Pedri, Xavi und Iniesta und so. Nein. Pedri, das wäre so der Arbeiter und so. Ja, und Pedri ist schon nochmal hier so up, und Gavi ist so. Weißt du, ich meine? Vor allem, wie gesagt, weil man den immer so mit Pedri so auf eine Stufe stellt. Ist er nicht. Ist er auch nicht. Ja, ich bin leider einer von der sagt, Gavi und Petri. Okay. Weiß ich nicht. Weil ich liebe halt die Arbeitsrate von Gavi. So, ja. Ne? Mit seiner Größe von so. Gartenzwerg. Ich sag dir ehrlich, also. Es ist so krass. Der arbeitet, also nach vorne und hinten, das ist nochmal extra krass. Also nichts gegen, also. Nicht wegen dem Vergleich, ich finde das. Ja, Gavi Pizzi, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, 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 aber, sehr, sehr, aber sehr ganz im Ernst, also ich finde, du brauchst so einen Spieler. Genau. Du brauchst so einen, aber ganz im Ernst, ich kann nicht verstehen, wie man ihn über Wirtz oder Guardiol stellen kann. Für mich nicht verständlich, das ist für mich nicht verständlich. Gavi ist doch mal besser als. Also stand als Wirtz jetzt heute. Heute. Digga, niemals. Ist Gavi besser als Wirtz? Nein. Guck mal, das Problem bei Gavi ist aber auch, ich bin mir unsicher, was sein Ceiling angeht, was sein Limit, weißt du, nach oben sein Potenzial. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob der so viel besser sein wird. Nee, ich hab das noch nicht so gesehen. Ich hab das bei Gavi auch noch nicht gesehen. Aber am Ball kann er was. Kann der natürlich, aber es ist nicht so dieses wow, so wie Pedri. Er hat schon Momente, wo man sagen kann, wow, Bro. Ja, schon, aber nicht so. Ein Wirtz zum Beispiel ist auch besser. Ja, hundertprozentig. Also Wirtz ist insgesamt besser als Spielertyp, aber Stand heute, weil Wirtz so lange verletzt war, nämlich Gavi. Bei Guardiola können wir drüber sprechen. Bei Guardiola können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Bei Gavi, das Ding ist, guck mal, er hat doch diesen Copa Award gewonnen. Damals, vor einem Jahr oder vor ein paar Monaten. Das war auch eigentlich frech. Ja, war frech. Das war frech. Guck, Gavi soll angeblich, als er den Titel gewonnen hat, besser gewesen sein als Bellingham, besser gewesen sein als Saka in dem letzten Jahr. Wenn er den heute gewonnen hätte, als 18-Jähriger, weil er halt mit Abstand der Jüngste von den meisten ist, ne? Hätte ich gesagt, dadurch, dass er so jung ist, vielleicht wurde das mit reingezählt und so. Für mich sollte das nicht mit reinzählen, aber dann könnte man drüber diskutieren. Ich bin einfach nur der Meinung, Gavi ist halt
dadurch, dass er spielt bei Barcelona mit der Konkurrenz, die haben 1000 Spieler geholt, ist er Stamm, also Stammspieler. Ja, ja. Und das sollte mit ein bisschen reinziehen. Auch letzte Saison ja schon. Ja, genau. Hat vor Frankie immer gespielt. Vor Frankie, ja, ja. Das, genau. Das ist schon heftig gewesen. Weißt du, und das sollte ein bisschen mit reinziehen, auch wenn ich verstehe, dass der Spielertyp Gavi, wie er sich auch auf dem Platz benimmt, habt ihr die Szene gesehen, Casemiro? Finde ich genau. Und guckt ihn dann so an auf, calm down, calm down. Du bist mein Sohn. Auf der anderen Seite würde ich noch sagen, dadurch, dass Gavi so viel arbeitet auch nach hinten, sage ich, haben andere die Möglichkeit, noch mehr vorne zu scheinen. Also weil das stimmt. Das sage ich, ja. das also es gibt, was ich immer sage, ist halt, ein Modric sieht besser aus als ein Kroos oft. Weil er agiler ist, mehr macht. Ja. Und ich finde, das muss man auch immer bewerten, weil ich weiß, es ist immer schön, alles offensive zu sehen, aber diese Schmutz sieht man beispielsweise für Casemiro. Casemiro, jetzt siehst du nochmal, die anderen waren heftig, ne? Ja. Und man hat immer gesagt, defensiv ist ein Casemiro eine Maschine. Mhm. Jetzt siehst du auch seine Impulse nach vorne, wo der Rest halt vielleicht nicht ganz so auffällig ist, wie es sonst ein Modric und ein Kroos waren in dem Element, was sie machen. Gavi ist so ein Spieler. Du hast es gegen ihn zu spielen, aber du liebst es halt, wenn er in deinem Team wäre. Das ist so. Digga, ich sag dir ganz ehrlich, das ist halt, was ich auch immer sage, ich als Bayern-Fan sage, das fehlt Bayern manchmal. So ein Spieler, der dreckig ist, wo du sagst, okay, die vorne können halt machen, die können mal einen Ball verlieren, aber danach kommt der, räumt einfach ab. Den juckt nicht, ob der den Ball gut dann spielt. Nein, er will einfach abräumen. Seit Van Bommel hat, wir können mehr, ne? Also, Vidal noch mal kurz, ja, aber Vidal, ja, genau, Vidal. Vidal war auch dreckig, ne? Ja, Vidal war auch dreckig. Aber gut, ihr habt seit Van Bommel trotzdem zweimal Champions League gewonnen, deswegen. Also, ja, das ist ja okay, das nicht beschweren. Aber zum Beispiel jetzt Champions League Finale damals, ich fand dieses Finale, wo die gegen Paris gespielt haben, muss ich sagen, da hat Thiago auch diese Drecksarbeit gemacht. Wo Martinez war auch so einer. Ja, genau, Martinez. Ich finde, Goretzka hat auch Potenzial. Das so. Er hat halt schon so diese Präsenz. Aber er hat halt viel Zug nach vorne. Alle Bayern-Spieler sind gut. Aber wir gehen weiter. Ich spiele kein Europa League. Bis jetzt haben wir die folgenden Platzierungen. Auf Platz 14 sind Kamavinga und Frimpong. Auf Platz 13 Rodrigo. Auf Platz 12 sind Guardiol und Enzo Fernandes. Auf Platz 11 ist Florian Wirtz, auf Platz 10 Gavi. Nächste Woche. Ich hab selbst mehr Spiele von ihm gesehen als du, Digga. Okay. Ey, der Es ist ja jetzt nicht so, als ob seine linke Seite immer zu ist. Ihr dürft mich alle fragen, kein Problem. Nacheinander. Jeder kann mich gerade beleidigen, wenn ich ehrlich bin. Prinz, Bruder, werd wach. Was er macht, Bruder, was er macht. Oh, Bruder! Digga! Hey, du hast bis zum Ende geschaut, danke dafür. Um nichts zu verpassen, abonnier den Kanal.